Jungs, hier haben wir jetzt mal so einen ganz kleinen Einblick für die Polaris Pro Erf-Gemeinde. Also alle, die jetzt mal sehen wollen, was hier so passiert. Das hier wird wahrscheinlich, so ganz hundertprozentig wissen wir es noch nicht, mein eigener werden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ein Pro R nehme oder vielleicht sogar ein Turbo R. Aber wir haben erst mal angefangen, das Fahrzeug ein bisschen umzubauen. Wie man sieht, ist er noch nicht fertig. Wir haben einen anderen Radsatz, er ist ein bisschen breiter, wahrscheinlich für Rumänien ein bisschen zu breit, also wird das wahrscheinlich nochmal geändert. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten, andere Türen, wir haben Kotflügelverbreiterungen dran. Wir haben eine wirklich, wirklich geile Abgasanlage dran. Wir machen nachher noch einen kleinen Soundfile, nur dass ihr es mal seht. Also Rockslider ist klar, andere Felgen ist klar, Türen auch mit Verlängerung wieder, wie bei meinem anderen Modell, habt ihr das Video bestimmt gesehen. Also, dass die nicht ganz zugehen, sondern so bleiben. Wir haben auch hinten wieder Kotflügelverbreiterungen. Die sind serienmäßig diesmal schon dran. Wir haben eine Box mit Kanister. Jetzt kommt noch Reserveradhalter drauf. Und auch der Käfig wird noch gekürzt. Heckbumper ist auch dran. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Dieser mega geile Auspuff, der natürlich nahezu unbezahlbar ist, aber... Das muss einfach sein, ja. Bei so einem Fahrzeug muss das sein. Also Auspuffanlage, ja, ist von Evolution Powersports. Also ich habe ehrlich gesagt auf dem Markt noch nichts Besseres gesehen, allerdings auch nichts Teureres. Aber wir blenden nachher mal ein Foto ein, wie der Originalauspuff geht. Deshalb sieht man, warum ich das haben wollte. Und natürlich klingt da etwas kerniger und natürlich gibt es dadurch auch mehr Leistung mit der angepassten Software, die natürlich auch bei uns schon vorhanden ist. Endschalldämpfer haben wir auch geändert. Original kommt ja ein ovales Endstück. Hier haben wir zwei Runde mit Carbon-Applikationen. Ist auch echt Carbon, das ist kein Fake. Sieht wirklich sehr, sehr schick aus und genauso wie er aussieht, klingt er auch. Ja, wie gesagt, Preis ist auf eine Frage, den traue ich mir ja gar nicht zu sagen. Aber wir haben auch noch ein paar Auspuffanlagen auf Lager. Aber so viele Fahrzeuge gibt es ja gar nicht, weil selbst die ist ja Warteliste mittlerweile. Also wenn ihr so ein Fahrzeug besitzen wollt, dann ruft mich an, schreibt mich an. Aber es ist sehr, sehr schwierig und auch die Luftzulassung ist katastrophal für das Fahrzeug. So, hier nur mal so ein kleines Upgrade. Das Fahrzeug kennt ihr schon, das haben wir vorgestellt. Es ist auch noch lange, lange nicht fertig. Das hört mein bester Freund, der steht übrigens hinter der Kamera und schmunzelt. Also wir bauen hier noch ein bisschen was dran, aber nur, dass ihr mal seht, wie die Fortschritte so sind. Also Bumper und Winde ist klar, alles in Wagenfarbe. Grill hat er übrigens besorgt, auch für mein Fahrzeug mit. Ja, also es geht jetzt nicht mal so sehr um das schöne Aussehen, sondern einfach um die kleinen Steine, die Äste, die im harten Gelände natürlich den Kühler zerstoßen können. Aber schick aussehen tut es obendrein. Dann bekommt er natürlich eine richtige Scheibe, die ist schon drin, der Wischer ist noch nicht lieferbar. LED-Beleuchtung ist auch klar. Rockslider in Wagenfarbe, versteht sich von selbst. Felgen habe ich eine Originale bestellt für Ersatzrad. Der Ersatzradhalter ist momentan noch nicht lieferbar, kommt aber. Und Heckbumper ist eine andere Variante als bei mir. Etwas größer, den gibt es original so nicht. Den haben wir umgebaut. Das ist also quasi eigentlich vom RZR Turbo S. Bauen wir ein bisschen um, haben wir natürlich danach gepulvert in Wagenfarbe. Auspuffanlage natürlich. Ja, also es kommt auch derselbe Krümmer dran, der bei mir dran ist. Das haben wir nur noch nicht wechseln können, weil es aktuell noch keine neuen Dichtungen für den Auspuff gibt. Die sollen aber jetzt irgendwann kommen, dann bauen wir den Krümmer natürlich noch um. Ja, und dann zeige ich euch noch mal so ein bisschen die Pornobeleuchtung. Ich brauche das nicht, aber mein Freund steht da ein bisschen drauf. Sieht natürlich auch geil aus, ja. Also wenn jemand Pornobeleuchtung braucht, auch das ist bei uns möglich. Hallo, jetzt kommt der versprochene Soundcheck. Bitte festhalten, wird wirklich ernst. Ja? Also allein schon das Hören und die Gänsehaut und die Härchen, die sich aufstellen, das ist einfach Verkaufsargument Nummer eins. Ja? Motor ist übrigens betriebswarm, also keine Sorge. Yeah.
wie man hören kann, nicht der typische RZR-Sound, sondern hört sich schon an wie ein Rallye-Car, oder? Bitte. Also Jungs, wenn euch die Videos gefallen haben, was ich hoffe, dann bitte liken, Daumen nach oben, am besten abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, ja, dann einfach schreiben. Wir freuen uns über jeden Kommentar, auch wenn er negativ sein sollte. Ja, wir lernen damit. Ich bin Anfänger, wir machen das noch nicht oft. Wir müssen erst in die Szene eintauchen, was wir ja gerade versuchen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, euch was nicht gefällt, auch das lesen wir gern und versuchen es abzustellen. Genauso wie wir abgestellt haben, dass ein Kommentar uns gesagt hat, unser Schriftzug an unserem Tresen ist nicht mehr 100 Pro, haben wir abgeändert, wie man sehen kann. Ist jetzt neu. Also Jungs, Daumen hoch.